Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute nach längerer Zeit endlich mal wieder. Oh mein Gott, Alter, ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich, Mann. Ich weiß ganz genau, warum ich damit aufgehört habe. Leute, wir spielen heute nochmal nach langer Zeit, spielen wir nochmal Minecraft Hide and Seek, weil ich in dem letzten Video mit Möritz ja gefragt hatte, ob ihr das sehen wollt. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt. Wir sind da heute auf der wunderschönen Kinomap Moes mit dabei, meine Freunde. Und es gibt hier eine Menge schöne Verstecke, aber das Interessanteste ist ja eigentlich der Kinoraum, wo eine ganze Menge andere YouTuber drin sitzen. Und ich würde sagen, Mo, geh mal bitte nach unten, nach ganz unten, mein Freund. Du gehst hier schön in die Treppe. Ja, du suchst mich jetzt, Alter. Ich verstecke mich, okay? Ich habe ein bisschen was vorbereitet, Leute. Und wenn ihr weiterhin wieder mal ein bisschen mehr Minecraft Hide and Seek sehen wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich habe irgendwie letztens halt wieder Lust bekommen auf Minecraft. Ich weiß ja auch nicht. Zwischendrin passiert das nun mal. Immer wieder. Mit der Minecraft-Legende Mo ist es auch normal. Ja, alles klar. Für die Leute, die sich jetzt fragen, aber was ist mit Fortnite, Revi? Ja, keine Sorge, Leute. Fortnite kommt auf jeden Fall auch wieder die Tage. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde Fortnite definitiv nicht wegen Minecraft beenden. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Denn ich könnte mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass es klappt. Ich würde sagen, Mo, du kannst reinkommen und ja, ich weiß nicht, ob das großartig auffällt. Wir schauen einfach mal. Mo, komm bitte rein und such mich. Das heißt, wenn du sagst, komm bitte rein, dann bist du im Kinosaal. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Es kann aber auch gut sein, dass ich in einem anderen Raum bin, wo du reinkommen kannst. Es gibt noch die Toiletten oder die Treppen nach oben. Weil bei Okay. Ist ja nicht so, als hätte ich bei den Treppen nach oben eben noch ein paar Blöcke entfernt extra, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich das eben extra weggemacht. Wie gesagt, Leute, es gibt jetzt immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Hide and Seek. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie mit Mo die ganze Zeit aufgenommen. Wir haben noch eine Folge auf seinem Kanal, die ist unten verschlinkt ist, die Leute. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wir können ja mal gucken, ob es euch gefällt, was wir gerade so tun. So. Ach, Mann, du bist eh in irgendeiner Figur ganz klein, hast dich gerade irgendwo drin, Alter. Hier stinkt es extrem nach Kacke, weißt du das? Hier stinkt es richtig nach Kacke, Alter. Hier stinkt es richtig nach Kacke. Hallo, aufhören auf der Toilette zu schießen. Ich bin nicht in Kabine 2. Bitte lassen Sie mich in Ruhe in Kabine 2. Du Kleiner. Ich bin nicht in Kabine 2. Ich bin nicht in Kabine 2. Bitte öffnen Sie nicht die Tür zu Kabine 2. Hallo? Hallo? Ich bin nicht in Kabine 2. Ich bin nicht in Kabine 2. Ich bin nicht in Kabine 2. Ah, okay, du bist in dem Raum. Nee, ich hab grad nur wegen dem Schafen gelacht. Ich hab die gehört. Ich hab die gehört, die Schafe. Ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Okay. Irgendwo hier. Du siehst mich auf jeden Fall. Ich sehe bis jetzt nur deinen Rücken, mein Freund. So viel kann ich sagen. Ach, Moritz. Du musst mal auf die Leinwand gucken, in diesen komischen Türen auf der Leinwand. Geht irgendwas Seltsames ab. Hinten rechts geht manchmal eine auf und zu. Oh, Moritz. Nee, man kommt hier gar nicht hoch. Oh weia. Oh weia, Moritz. Oh weia. Ey, du sitzt in irgendeinem Ding drin. Oh weia, Mo. Ja, komm, das wird schon unmöglich werden für dich, glaube ich. Es ist wirklich unmöglich. So viel kann ich dir auf jeden Fall sagen, Mo. Es ist wirklich komplett unmöglich für dich. Lassen die das Schaf leben. Kleiner. Oh nein. Dein scheiß Skin hat mir mal deine Waffe geklaut. Ich hab den beauftragt. Ich sehe immer noch deinen Rücken. Du siehst meinen Rücken gerade gar nicht, es geht gar nicht. Doch. Weil du drin bist. Oh! Oh weia. Gehen Sie bitte aus dem Vorführraum hinaus. Hallo! Gehen Sie aus dem Vorführraum hinaus, bitte. Ich möchte hier vorne in der Leinwand weiter mitspielen dürfen. Gehen Sie bitte aus dem Vorführraum raus. Hä? Gehen Sie bitte aus dem Vorführraum hinaus. Du kannst mich gar nicht sehen. Oh weia, Moritz. Oh weia. Ich sehe immer noch deinen Rücken. Du kannst mich gar nicht. Das geht gar nicht. Ich sehe deinen Rücken. Oh, hat das wehgetan, der Fall? Physikalisch gar nicht möglich. Klipp, klapp, die Tür geht auf in der Leinwand. Da geht keine Tür auf. Oh, jetzt nicht. Mach mal auf. Nee. Okay, dann bist du da nicht. Ich sehe deinen Rücken. Hör auf, Mann. Ich sehe wirklich deinen Rücken. Entschuldigung. Hier ist aber überall eine... Was denn, hä? Können Sie sich bitte von da vorne wieder aufstellen? Hallo? Legen Sie sich bitte nicht auf den Boden im Kino. Wir möchten hier den Film genießen. Stehen Sie bitte auf. Okay, da vorne. Da vorne. Okay, das ist gelogen, weil hier kann man gar nicht sein. Die Tür ist wieder aufgegangen. Du wirst mich nie im Leben fänden. Die Tür ist wirklich aufgegangen. Hä? Du hast mich nicht reingebaut. Du findest mich auf jeden Fall. Oh, hallo, bitte lassen Sie das Kino heilen. Hallo, hallo, hallo. Muss ich den Sicherheitsdienst rufen? Bitte hören Sie auf, die Leinwand zu zerstören.
Kommen Sie bitte wieder rein. Kommen Sie bitte wieder zurück in den Kinosaal. Die gesuchte Person. Raus da jetzt! Hallo Schatz, wo bist du? Hallo? Oh, in der 07. Oh, Scheiße. warte, du bist hier nicht. Aber ich hab die Tür gehört. Ich bin Etage höher. Geht gar nicht. Weil du kannst mich gar nicht sehen. Doch, durch einen Bug. Man kann nämlich durch Gloucester durchgucken in der 1.8. Als ob du mich nicht siehst. Du bist hier nicht. Hä? Okay, du sitzt hier irgendwo. Alter. Warte mal, ich gucke. Warte mal. Ich gucke jetzt jeden einzelnen hier richtig an. Irgendeiner ist nicht echt. Vielleicht doch, vielleicht sind alle ja echt, Mo. Oh weia, das wäre gruselig, oder? Holzarme und du ja eigentlich auch. Ich habe auch Holzarme, ja. Es gibt nämlich Holzarm-Skin. Falsche Tür. Hinten im Gang. Mann, ich bin runtergefallen. Hinter dem Gang. Du hast. Oh Gott, du bist so dermaßen dumm, Junge. Wie er mir gerade beim Essen zuguckt. Okay, dann kannst du nicht da drin sein. Okay, ich weiß, wo du bist. Okay. Aber sowas von. Okay. So. Warum bist du so leise, du Kleiner? Eine Figur ist nicht echt. Alle Figuren sind echt, Mo. Oder vielleicht sind alle Figuren auch fake. Kann doch nicht sein, ich verstehe es nicht. Wenn du mich die ganze Zeit siehst, sag doch jetzt mal, gib mir einen Tipp. Kann ich ja nicht. Warum? Denkst du, ein Tipp würde dich verraten? Ja. Was war das, Junge? Wo kam diese Explosion her? Hallöchen, oh, jahu! Kopf aufgesetzt, Alter! Bist du blöd, Junge? Du bist so dermaßen dumm! Das kann ich doch nicht wissen, dass du den Kopf aufsetzt! Okay, versteck du dich. Komm, versteck du dich. Okay. Du bist dran, okay? Ja. Okay, Mo. Ich sag dir, ich finde dich innerhalb von Sekunden, okay? Ich finde dich innerhalb von Sekunden, mein Freund. Ich werde dich innerhalb von Sekunden finden, okay? Du Kleiner, Alter. Ich werde dich sofort finden, mein Freund. Egal, was du machst. Oh, Junge. So bist du noch nie getrollt worden, oder? Jetzt habe ich dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Du kleiner hätte ich nicht gerechnet. Kleiner Hoden-Kobold, Alter. Gut, wo bist du? Versteckt. Okay. Ich finde, es ist das Dümmste auf der ganzen Welt. Okay, ich werde dich finden, mein Freund. Lade meine Waffe. So, jetzt mache ich Folgendes und werde mir hier oben erstmal einen kleinen Ausguck verschaffen. So, da oben der Platz, wo ich saß, ist immer noch leer, nach wie vor. Hinter dir. Da wollte ich sogar erst hingehen, Alter, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, okay, gut. Mo, wir können jetzt auf die harte Tour machen und auf die weiche. Was hast du in der Hand, Alter? Wir können jetzt auf die harte Tour machen und auf die weiche. Wo bist du? Da fehlt auch ein Platz. Okay. Komm mal hinter dir kurz. Hallo. Gesehen, wie die Tür aufgegangen ist? Nee, ist sie nicht, mein Freund. Alter, du hast mich schon angeguckt, das ist das Geiste. Ich bin mir sicher, ich glaube, ich habe auch gerade im Augenwinkel eine Bewegung vernommen. Aber nicht. Es ist halt auf die Entfernung, ist es sehr schwierig. Ja, vor allem, was hast du für eine Waffe? Warte, soll ich mal zeigen? Ja. Oh. Da bist du schon mal nicht. Mo, wir können es jetzt auf die harte Tour machen oder auf die weiche. Warte mal, was haben wir da vorne? Oh, was hast du für Waffen, Alter? Du bist total geistig krank. Schauen wir uns das alles mal ganz genau hier an, mein Freund. Mit null. Junge, glaubst du nicht, dass ich dich finden werde? Ah, Mo. Hör auf, den Stehbein zu werfen. Au! Das ist nicht die richtige Waffe, weil ich brauch den Granatenwerfer mit Explosivmunition. Ne? Mo, ich lass mich von dir nicht verarschen, okay? Wir machen es auf die harte Tour. Du willst auf die harte Tour, du kriegst es auf die harte Tour. Ja! Tja, Mo, ich würde sagen, ich bin der bessere Verstecker und der bessere Sucher. Oh,
Was ist jetzt passiert? Hast du dich selber gebannt? Och, Junge, bist du dämlich, Alter. Bist du dumm im Kopf. Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge von Hide & Seek. Wenn ihr wieder mehr davon sehen wollt, smash auf jeden Fall gerne mal einen Like-Button da oben, Leute. Schaut definitiv mal bei Mo vorbei. Da gibt's auch eine wunderschöne Folge davon zu sehen. Und ich derbe mich jetzt aus dem Bild. Macht's gut. Bis die Tage, meine Freunde. Haut da rein. Auf Wiedersehen. Tschüssi.